wie eine postrevolutionäre Kriegsstimmung, muss man sagen. War überzogen von einem schwarzen Hauch, so wie schwarzer Mehltauben. Man kennt Mehltau von Pflanzen. Und das war alles von diesen verbrannten Reifen, die im Grunde von mitten des Ende Februar da gebrannt haben. Das war alles riesige Reifenberge. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Reifen gibt. Dahinter andere Barrikaden, die man vom Maidan geschält hatte. Das war zum Beispiel, dass Autos dann nur in Schlangenwegen fahren konnten.